So, was habe ich noch so an Munition bei mir? Ey, da. Immerhin so eine Saftgranate. Das muss man ja lassen. Knacker irgendwas? Teilrüstung brauche ich nicht. Wo kommt ihr denn alle her? Ey, da hör auf mit den Granaten rumzuschmeißen. Ich denke immer noch die Kackbrille auf. Ich glaube, ich habe die Kackbrille noch auf. Warte, ich muss jetzt mehr den Helm. Das macht sich ja besser, weil ich sehe ja dann die Gegner, genau, weil sie rot markiert werden. Lad in Ruhe nach. Hab keine Aktionspunkte für einen Nahkampfangriff. Genau. Deswegen hat das für nicht geklappt. So. Ausruhen. Was ist da hinten noch? Kork ist eine Abfüllanlage wahrscheinlich. Komme ich da überhaupt rein? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Eda macht einfach die Tür auf und ballert um sich. Auch nicht schlecht. Nee. Mann. Seine und seine Figur sind eins geworden. Ne? Ja, hier sollte ich vielleicht doch nicht langlaufen. Es gibt nur ordentlich Blechschaden. Ein massiger. Ja, ich bin eins mit meiner Figur geworden, weil ich ein massiger, muskulöser Typ bin, der schnell erschöpft ist und Hunger hat, ja. Was für ein Ziel? Oh. Der hat Ada wieder in die Luft gesprengt, deswegen liegt er hier rum. Was ist das denn eigentlich? Hier ist ein Raketenwerfer. So, zweites Bein hat sich verabschiedet. So sieht das dann aus. Ich habe noch eine mächtige Rüstung drunter, aber mit der Power-Rüstung konnte ich halt extrem viel tragen. Ach, das war eine Falle. Hier waren einfach mal zwei Raketenwerfer als Falle aufgebaut. Top. Ich habe auch nur 143 Raketen. Ich schlepp die immer nie mit, die Dinger, weil die einfach mal so schwer sind. Außerdem habe ich zu Hause noch einen Dreifach-Raketenwerfer. Der macht ein bisschen mehr her als der hier. Vor allem macht der keinen Schaden. Dann gucke sich das an. Lächerlich, kann ich gleich wieder wegwerfen, das Ding. Ich bin davon überzeugt, dass wir besiegen werden, Ada. Meine Pistole macht mir Schaden als Raketenwerfer, das muss man sich mal geben. Jeden Laura, spielen wir mit uns zuvor. Je mehr Leute, desto besser. Josi, ich könnte übrigens auch noch Buschi dazu holen. Wenn du das möchtest. Er hat auch The Forest. Und wir haben sehr viele Leute, die ich kenne, The Forest. Mann, ihr könnt echt mal irgendwo eine Reparaturstation stehen. Das ist doch echt nicht zum Aushalten. Will mir sagen, dass da keiner. Dass da keine Power-Rüstung hat. Oh, eine Buchenform.
Wir haben uns noch einen Ghoul aufgespießt. Ich muss hier mal kurz resten. Was? Warum meine... Ach so, ich verstehe. Laura kann keine Rehkitze töten, ja, das ist bei The Forest ein Problem, weil anders kommt man eigentlich nicht an Essen. Aber das können wir ja machen. Das ist ja kein Problem. Dieses permanente Gestöhne von dem Typen geht mir mächtig auf den Zeiger, muss ich mal sagen. Natürlich wieder die Kackduschen hier. So, irgendwo hier. Muss jetzt. Ich muss ganz hoch und da muss irgendwie das Kronkorken-Viech sein. Also Kronkorki. Hier geht's noch weiter. Aber wohin, frage ich mich. Wie viel Rad habe ich denn eigentlich? Ich hau mir mal hier Hilfsmittel Reddix, Strahlung widerstehen, erstmal Redaway rein. Zweimal, weil ich hab genug und dann Reddix rein. Geht's denn hier hin? Weil wieder zurück war. Eine Tür, die man öffnen kann. Turm. Und dann gehen wir erstmal da rein. So. Auch hier keine Reparaturstation. Überall Laborstation. Keine Ahnung, Kochstation, Werkzeugbank, nur nichts, damit ich meine scheiß Rüstung reparieren kann. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Rachel's Terminal. Point. Bin durch. Ha! Lucky One. Benutzer R, Wordcans ist angemeldet. Benutzeraufzeichnungen, nein, das sollte ich nicht. Ich hab die Rolle. Ich hab die Princess Cherry Rolle. Papa geht davon aus, dass ich ein Praktikum bei den Getränkespezialisten mache. Zumindest habe ich einen Job in Nuka World. Daher kann ich mir mit der Bewerbung Zeit lassen und erstmal ein paar Leute kennenlernen. Ich liebe die Schauspielerei. Trotzdem will ich meinen ziemlich teuren Abschluss in organischer Chemie auch für irgendwas nutzen. Ja, wäre sinnig. Mein Freund Oswald und die anderen haben eine Party für mich organisiert und sich hier im Turm total abgeschossen. Wir waren betrunken und kamen auf diese lächerliche Idee, den Park zu übernehmen. Wenn es mit dem Krieg mal richtig schlimm werden würde. Also Atombomben schlimm. Ist er wohl eingetreten? Wir fanden den Plan richtig gut, aber dann gab es erstmal die nächste Runde Schnaps. Auf 2077, das hoffentlich ein strahlendes Jahr wird. Ja, das ist es wohl geworden. Es geht aufwärts. Wir haben unsere Verteidigungsanlagen errichtet und langsam sieht alles ein bisschen besser aus. Dank meiner Erfahrung bin ich so etwas wie die inoffizielle Ärztin unseres zerlumpten kleinen Haufens geworden. Oswald ist eine große Stütze und hat diese Krise wie ein wahrer Anführer bewältigt. Ich bin so stolz auf ihn. Was auch immer dieser furchtbare Strahlungssturm mit uns angerichtet hat, die Auswirkungen sind schlimm und manche sterben sogar daran. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um allen zu helfen, aber ich bin eine organische Chemikerin, keine Chirurgin. Ich kann es nicht übers Herz bringen, den Leuten das zu sagen, während sie in meinen Armen sterben. Also behalte ich es für mich und versuche ihnen Hoffnung zu geben. Die Plage. Meine gute Freundin Fran ist der Plage vor ein paar Tagen erlegen und ich bin am Boden zerstört. Dean und Oswald haben sie in einem Haus vernagelt, bevor sie jemand angreifen konnte, was ich wohl nicht ertragen hätte. Oswald ist die Nacht über hier geblieben und hat mich einfach in den Arm gehalten, während ich geweint habe. Ich wollte mich bei ihm für meinen Zusammenbruch entschuldigen, obwohl ich doch stark sein musste, aber ich kannte Fran seit der Grundschule und konnte einfach nicht mehr. Ich hasse diesen Ort. Ja, am Ort wird's liegen. Echte Magie. Diese Woche wurden wir bei einem Großangriff bis zum Burgtor getrieben. Gerade als wir uns ins Theater zurückziehen wollten, krochen einige Geplagte aus ihren Häusern und halfen uns. Ich
blieb wie angewurzelt stehen, als ich sah, wie Dean während des Rückzugs der Angreifer von einer verirrten Kugel getroffen wurde und scheinbar tot war. Aber Oswald hat irgendwas gemacht. Aus seinem Körper kam ein Leuchten, das sich wie eine Welle ausbreitete. Plötzlich begann Dean wieder zu atmen. Nach dem Angriff sahen wir alle Oswald an, der etwas davon stammelte, echte Magie benutzt zu haben. Ja. Die meisten von uns wussten nicht, was sie davon halten sollten. Und ich? Mir ist es verdammt egal, wie man das nennt, aber vielleicht könnten wir damit die Plage heilen. Auf jeden Fall gab es von mir einen dicken Kuss dafür, dass er Dean gerettet hatte. Wow, mehr nicht. Ja, Josi, ich weiß auch, also ich würde auch gerne die Texte überspringen, aber es ist ja, Fall Leute hat ja auch einen Handlungsstrang und den möchte ich natürlich gerne weitergeben an die Leute. Auf der Suche nach einem Heilmittel. Und deswegen lese ich alle Texte vor, auch wenn sie manchmal endlos sind und ewig dauern. Wir haben alles nur Denkliche versucht, jede Option ausgeschöpft. Nicht einmal Oswalds Kräfte konnten die Plage aufhalten. Es ist nur noch eine Handvoll von uns übrig und uns läuft die Zeit davon. Ich weiß nicht, was uns zuerst erledigen wird. Die Raider, die sich in Nuka Town niedergelassen haben oder die Plage. Das war's. Ich habe alles mit Oswald besprochen. Er wird im Kiddy Kingdom bleiben, um für die Sicherheit zu sorgen, während ich mich auf die Suche nach einem Heilmittel mache. Es war schrecklich, alles zurückzulassen. Besonders Oswald, aber es gibt wirklich keine andere Option. Keine anderen Optionen. Ich werde an einen Ort Bradburton in der Nähe des Parks gehen und dort anfangen. Ein hohes Risiko, das sich hoffentlich auszahlen wird. Ja, ich glaube nicht. Besetzung von King Kolos Court. Achso, das sind die Mitarbeiter. Andere Besetzungen. Achso, das, die hier das also hier bewirtschaftet haben, denke ich mal. Schloss deaktivieren. Von irgendeinem Safe. Ach, der hier. Ja, cool. Also hier ist wirklich alles drin, nur nicht das, was ich brauche. Ich könnte kotzen. Kann man hier noch weiter hoch? Dass wir das übersehen hier. Das wäre ja ungeheuerlich. Zum Beispiel diesen krassen Wecker, den ich mitnehme. Und zwei Keramikschalen. Ja. Lies etwas langsamer und mit mehr Inbrunst. Okay. Ich werde es beim nächsten Mal versuchen. Und Joghurt mit Apfelstrudelgeschmack. Schmeckt nach Weihnachten, Josi. Es ist Ende September. Warum? Weihnachten ist doch noch ein bisschen hin. Warum kann man, wie kann man denn jetzt schon Weihnachten so hart feiern? Da steht Munition auf dem Tisch. Nur eine Kakerlake. Ach, vier Mini-Atombomben. Mensch. Nein, ey, da. Ey, das ist so unglaublich. Provisorische Bombe. Zack. Hier war gerade noch ein Aschenbecher. Danke, dass du ihn kaputt gemacht hast, ey, da. Kolas Kurt. Jetzt bin ich mal gespannt. Grüß dich, Menetel for Bro. Habe ich es richtig ausgesprochen? Menetel for Bro? Komm morgen wieder im Bananatic Tutorial? Nee, erstmal nicht. Beziehungsweise, nee, ich glaube nicht, dass ich heute noch eins aufnehme. Mittlerweile bin ich mit den Spielen noch halbwegs durch, die ich alle angefangen habe. Oh, jetzt jemand beim aufs Klo gehen gestorben. Daytripper. Wenn man nicht weiß, was man haben will, ein Tagestripper ist immer schön. Wenn man sich das jetzt einfach mal so übersetzt. Freie Schnauze. Mal aufpassen, manchmal sind in irgendwelchen Toiletten auch Springfallen versteckt. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich dieses Gerücht durchsuche. Richtig perfide. Ich finde es übrigens geil, dass meine Bananatic-Tutorials so einen hohen Anklang finden.
Ist er tot? Er muss tot sein, sonst würde es mir angezeigt werden, dass er lebt. Soll ich jetzt wirklich auf die Bühne gehen? Ich weiß schon, was dann passiert. 50.000 Gegner kommen auf mich zugestürmt. Wer redet denn da? Wo ist er? Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Ach, das ist der du Typ. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Der daher Freund lasse ich von die der Tricks und Illusionen weg, Ollen indem da. Ich die Abergläubischen verjage. Was sind da? Als die Bomben fielen, hat sich alles das verändert. Ist ein Zauberer. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Ich will es nicht sehen. Was du auch tust, ich kann meine Freunde heilen und wir werden beschützen, was uns gehört. Okay, ich muss ihn also umlegen. Ey, da macht das. Ich habe auch irgendwie keine Handgranaten mehr, ne? So, Oswald, zeig mal, wie schrecklich du bist. What? Hacker! Ja, habe ich mir schon gedacht, dass hier schon weitergehen muss. Hey, ja, The Forest Stream morgen, ich weiß gar nicht, ob ich morgen Abend zu Hause bin. Auf jeden Fall Donnerstagabend. Und das mit dem, dass ich die Siedlung in Brand gesetzt habe, das war ja mal wohl nicht mit Absicht. Ich habe unser Leben versucht zu verteidigen. Ich habe das auch relativ gut hingekriegt, möchte ich sagen. Dass da natürlich dabei was abgebrannt ist, das... Aber ich will es noch nicht spoilern, weil die Folge kommt erst noch auf YouTube. So, wo komme ich? Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Hier ist ein Fahrstuhl, der geht bestimmt nicht. Ja, dachte ich mir. Zwei Millionen Türen. Ich würde hier niemals... Das wird ja ewig dauern. Oh, Nuka-Berry-Rezept. Jetzt kann ich mir schon meine eigene Nuka-Cola herstellen, wa? Ha, also geil. So. Warum sitzt hier ein Teddy mit Melone und liest eine Zeitung? Irgendwie süß. Und da schläft einer. Hier spielen welche mit Kronkorken Schach. Oh, jetzt hätte ich das Treppen genommen. Wenn man mit seiner Zeit nicht weiß, was man machen soll, dann baut man sowas hier. So, aufpassen, dass ich hier nicht irgendwas übersehe, was vor allem wichtig wäre. So, ich wollte die Bären nicht stören. Ich wette, Oswald ist der Einzige, der hier noch lebt, weil er ist ja selber ein Ghoul. Seine... Ich weiß gar nicht, ob er der Letzte war, der hier geblieben ist. Also nur er hier geblieben ist und alle anderen nicht. Nein, Josi, es ist keine Lüge. Ich habe wirklich nur versucht, unser Leben zu schützen. Ich wusste nicht, dass das Spiel so gut implementiert ist, dass da alles Holz brennt. Ich muss aufpassen, sonst spoilere ich wirklich noch hier hart ab.